Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 im Ranglistenmodus. Okay, das Double Login am Start. Wir gehen als Burg rein. Welcome to Nova. Schutzengel, göttlicher Segen, nicht schlecht. Okay, der will auf Eiersack gehen. Das will ich gar nicht. Wir nehmen den mit. Mana brauchen wir theoretisch nur für sie. Machen das so. Sakura-Blume am Start. Okay, er wird wahrscheinlich das Snake kriegen. Wir gehen aufs absolute Late Game. Er will auf Eiersack gehen. Hat wahrscheinlich deswegen Double Login gemacht, Eiersack und Grawl. Und mit Harpien ist der Leviathan natürlich super stark. War mir klar, dass da eine Schnecke kommt. Kriegen wahrscheinlich auch, nee, stimmt nicht. Aber der Crab Warlord, Warlock. Sehr gut, er wird angegriffen. Da könnte er ein bisschen Pech gehabt haben. Eventuell kommt es durch. Was hat er denn? Bin doch durchgekommen. Eck ganz vorne hin. Upgrades. Für was soll ich hier sammeln? Macht am Anfang keinen Sinn. Ei tot. Hat er denn für ein Problem? Verstehe ich nicht. Holy shit! Double Robo auf 3, Alter. Ich weiß nicht, was er sich beschwert. Hätte halt safe spielen müssen. So, wir machen jetzt das.
Ja, da hätte er safe spielen müssen. Schon wieder 60, holy shit, was hat er für Worker gebaut? Oh, holy shit. Schnecken rein. Worker Upgrade. Fertig. Magischen Schaden habe ich zum Glück genug. Da passiert mir nicht viel. Hundertvierzig auf der 5. Shit, ey. Blume tot, Kacke. Aber die gehen ja Full Worker. Und den können wir leider nicht upgraden, aber wir können den Madman hinsetzen. Jawohl, Stich war gut gegen die Eindringlinge, gegen die dunklen Magier. Kacken ganz schön rein dafür, dass sie so viele Worker haben. Holy shit. Ich werde lieber den auf, damit wir mehr Power haben. Brauche ein bisschen Angriffsschaden. Hat Blut reingeschickt und ein Robo. Double Blut. Ah, das werde ich nicht halten können. Hm.
Könnt auf 9,10 € könnten wir was schicken. Ja, das ist kein Problem, das halte ich. Ich brauche mir lieber ein bisschen mehr, weil die ganze Zeit auf Rogue gehen und übelst schicken. Blut kriege ich noch rein. Dann gehe ich lieber auf die Safe-Variante. Aber ich muss nicht verhärten, hat gerade wie 100 geschickt. Mega fett durch. Alro bildet mit seinem Champion Elite Archer. Das blocke ich, kein Problem. Das ist immer so. Der hat ihn schon aufgewertet. Aber der Maul lebt noch. So. Mal eine Verhärtung rein. Die werde ich brauchen. Sehr gut. Das ist nice, sehr schön. Das sieht gut aus. Let's go, boys. Keine Worker holen. Göttlicher Segen auf ihn. Da könnt ihr jetzt schon verkacken. Der ist natürlich mega fett. So, wir brauchen ein bisschen Stichschaden. Wir werden den upgraden und den upgraden.
So machen wir das. Jawohl, wiederbelebt mit vollem Mana, so muss es sein. Du wirst nicht mehr gefokust. Können wir einiges an Blockern bauen. Aber wir können auf 15 gehen. Da hat man noch mal einen Long Save machen. Ist ganz schön abgegradet. Down, sehr schön. Jetzt haben wir hier das Upgrade. Reicht nicht, dann kann ich hier nun so ein kleines Teil verkaufen. Zack. Sieht gut aus. Und auf 15 schicken wir dann über 500. Lass mich mal überlegen. Er hat den magischen Schaden extrem viel und den Elite Archer, also den Triple Archer. Das heißt, mit dem Kraken könnte ich gut was reißen. Maulwurf mit rein. So sieht das gut aus. Jetzt werden wir hier noch ein bisschen den Körper upgraden. Den werde ich verhärten. Und dann werde ich hier noch das Healing reinpacken. Zack. Mit dem Kraken wird er ganz schön zu tun haben. So, Kraken ist weg, aber auch schon viele seiner Einheiten. Archer down. Craplord down. Zack. Übelst viel durchgekommen. Thaddeus hat sogar noch mega viel Leben bei mir gehabt. Jawohl, Buff weg. Jetzt haben sie verkackt. Ich meine, die haben den King ganz schön aufgewertet. So, wir haben die noch zur Verfügung. Wir haben jetzt ganz schön zu kämpfen, weil sie ihren Buff verloren haben. Beide. My hammer will call this rules.
Ja, sollten wir machen, weil sie werden jetzt schicken auf 17. Wenn wir die alle verhärten, weil das werden wir brauchen, um hier zu bestehen, weil die hier eine Full Power Send machen. Die haben mega lange gesammelt dafür. Es gibt nichts, was ich jetzt sonst noch machen könnte. Alle drei verhärtet. 940! Double Four Eis. Berserker macht gute Arbeit. Das höre ich schon. Jetzt geht die Power los. Zack, zack, zack. Alter, ich hab alles gehalten. Können wir hier ein bisschen Healing aufstocken. Ja, ich hole Bilder gerade. Mega viel. Aber ich will nicht alles in Worker stecken. Aber das ist wirklich ein krasses Game, eben mit so fetten Sens die ganze Zeit. Aber beide Teams und ich habe einen 940er gehalten. Das muss man sich mal überlegen. Er hat auch so schon verkackt ohne Send. Mit wenig magischen Schaden gehabt. So. Wir werden hier nochmal verhärten. Machen wir einfach hier noch ein paar Upgrades raus. Zack. Pack schon eine Hexe rein für die Spawns. Und gegen den magischen Schaden und den Hörmit. Ja. Okay, die haben nichts geschickt. Und wir hauen jetzt ordentlich rein. Kraken hat lange gehalten. Oh, die Königskralle konnte aber auch gut was machen. Down. Down. Sieg. Und der hat sich am Anfang beschwert über mich. Das muss ich mal überlegen. Ich kann froh sein, dass ich mitgespielt habe. Victory. Das war schon eine krasse Runde. Also so viel Sens, das war schon krass. Muss man so sagen. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like, ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.